Was geht ab, meine Freunde? Willkommen hier zu Planet Coaster. Ja, eine neue Folge von Planet Coaster Challenge und ihr seht. Na, wo ist der Park? Ja, wo ist denn der Park? Gute Frage. Das hängt damit zusammen, dass jetzt die Beta rausgekommen ist. Seit gestern quasi, also heute ist Donnerstag, der 9. November. 10. November meine ich. Gestern war Mittwoch, der 9. November. Und da kam halt die feine, feine Beta raus von Planet Coaster. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr unbedingt der Einzige, der das spielen kann. Da können das jetzt auch ganz viele andere Leute, die es auf Steam vorbestellt haben, spielen. Also, juhu! Mehr Konkurrenz. Na gut, auf jeden Fall gibt es momentan noch ein paar Probleme mit der Übertragung von meinem Park. Normalerweise müsste es direkt gehen, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung, einen Abbruch von dem Spiel, wenn ich den Park laden will. Somit. Ja, versuche ich erstmal auf dem neuen Park jetzt zu zeigen, was wir denn alles eigentlich neu haben. Wo ist denn eigentlich die Begrenzung von dem Park mal? Ist die weg? Wir haben natürlich ganz viele neue Objekte, aber ich muss gerade echt gucken, wie weit der Park geht. Zapapam. Ach, hier ist die Begrenzung. Die Linie ist schwacher geworden, oder? Ich glaube. Auf jeden Fall, wir haben hier eine ganz neue Objektvielfalt. Es sieht auch ein bisschen neuer aus, ein bisschen anders. Also ein bisschen farbenfroh hier unten, ein bisschen mehr blau. Also ich vergleiche jetzt quasi nur mit der Alpha 3, was eine feines Neues haben. Blueprints, die sind natürlich jetzt auch nicht mit drin. Dafür ist alles auf Deutsch. Das ist auch schön. Genau, wir haben ja noch die ganzen Blueprints von dem ganzen Zeug, ja. Interessanter wird es jetzt mit den Fahrgeschäften. Also wir gucken erstmal noch bei den Achterbahnen vorbei, was wir da denn so Feines haben. Oh ja, wir haben viel Neues. Wir haben sehr viel Neues. Jetzt kann man auch mal nach den einzelnen Dingern gucken. Zum Beispiel Stahlachterbahn. Drehen, Flying. Oh, die sieht ja hammergeil aus. Junior, Hypercoaster, kennen wir schon. Giga, Freefly ist, glaube ich, auch neu. Oh, ein Drachenachterbahn. Auch für Kinder. Canyon Runner. Auch für Kinder. Genau, da kann man hier alles nochmal ein bisschen einstellen. Da wird es in Zukunft bestimmt auch noch ein paar neue geben. So, Hybrid. Was macht denn eine Hybrid-Coaster? Stahl beschlagen. Also Hybrid-Coaster klingt auch sehr, sehr interessant. Da muss ich mich mal nochmal informieren, was genau das jetzt ist. Warum verspreche ich mich heute so oft? Das gibt's gar nicht. Na egal. Eine Holzachterbahn. Ah, eine Holzachterbahn. Aber es reicht erstmal. Hauptsache irgendwas. Irgendwas, das ist ja schon mal perfekt. Was haben wir denn hier eigentlich noch von Einstellungen her? Ich habe momentan noch auf Sandbox, daher unbegrenzt Money. Info. Achso, warte mal, da guck mal gleich mal auf Hybrid-Achterbahn. Was da denn Feines steht. Hallo? Ich habe was Neues ausgewählt. Holzachterbahn mit einer Stahlplatte auf den oberen Schienenbelag durch die Inversionen möglich sind. Das sieht auf jeden Fall Inversions. Mal sehen, was es ist. Was haben wir denn? Maximale Schräglage 180 Grad. Oh, ja, das geht schon, aber Drehwinkel 90, ja. Klingt gut. Ich wollte gerade mal gucken, was jetzt anders ist bei dem Startbereich. Also wir fangen an zu bauen. Wir haben dann. Wir können sogar direkt starten jetzt hier. Ergebnisse. Heatmaps. Was sind denn Heatmaps? Achso, da kann man nochmal einzeln auswählen, was wir halt für eine Option hier wollen. Da können wir dann nochmal sehen, in welcher Art das dann auftritt. Interessant. Gibt sogar dann, in welche Richtung das geht am Endeffekt. Oh, da haben sie aber viel gemacht. Muss ich sagen. Ergebnisse, ja, genau. Haben hier Stationen nochmal. Die kennen wir auch schon, diese fertigen Teile. Und halt die normalen Aufzüge und so. Was haben wir denn? Reibungsbremse. Tombreaks. Ja, genau, das ist eigentlich alles noch dasselbe. Farbe konnte man auch alles einstellen. Höhenmarkierung. Ah, das werden wir dann noch sehen. Wenn wir damit arbeiten, werden wir das sehen. Genau. Wichtiger wird es jetzt bei Schienenfahrzeuge. Da gibt es nämlich jetzt endlich mal was. Geil. Da können wir endlich mal mit dem Park umherfahren, ohne mit der Achterbahn zu fahren. Dampfeisenbahn. Ach, herrlich. Herrlich, wenn ich das schon sehe. Dampfeisenbahn. Ach, scheiße, bin ich wieder rausgetappt. Was ist denn eigentlich hier? Boomboot. Als fertiges Ding. Ach so, das ist auch. Das gilt schon als Achterbahn. Aha. Ich hätte es jetzt als Station so durch den Park fahren oder sowas. Aber egal. Nehmen wir halt das als
Ich hätte also so Transportmittel wären geil, wie bei Rollercoaster. Malerische Ausflüge, ja, das sind jetzt Ausflüge, aber du kommst halt nur am Anfang wieder raus. Du kannst halt nicht zwischendrin aussteigen, na, okay. Fahrgeschäft mit Antrieb, die Schwebebahn. Ach, die Schwebebahn, die werde ich sowas von einsetzen. Die ist ja mal mega nice. Guckt euch dieses Ding an. Kannst auch mal setzen. Alter, diese Schwebebahn. Alter. Es erinnert mich hier an Westworld, den Film. Da sind zwar mit Luftkissen gefahren, aber so in der Art würde ich mir so einen Transport in so einen Park vorstellen. Und hier, guck mal, sogar mit Bild von Planet Coaster. Oh, also das Ding ist ja mega. Das wäre mal sowas von einsetzen. Fahrgeschäft geschlossen. Ja. Auslöser. Gibt sogar Auslöser. Ui. Was wir alles wieder Feines machen können. Das wären viele. Ja, interessant ist es jetzt auf jeden Fall mit dieser Einstellung. Jetzt kann man ein bisschen mehr auf Geld gehen. Jetzt hat man hier auch mal ein paar Möglichkeiten. Forschung. Wir können Gegenstände erforschen. Das ist ja interessant. Aber da steht ja, neue Gegenstände verfügbar. Das ist ja sehr interessant. Also bei unserem Challenge-Modus, da werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Aber ich denke, wir müssen echt neu anfangen. Aber das ist ja kein Problem. Mit der Beta kann man wunderbar neu anfangen. Hier hat man noch einen Überblick. Also hier hat man jetzt wenigstens mal einen Überblick. Oh, jetzt hat man sogar noch neue Unterhalter. Jetzt haben wir mittlerweile auch einen Techniker zu dem Hausmeister zubekommen. Nice. Und noch ein paar Figuren, die dann so rumhuppen und die Leute glücklich machen. Marketing, oh, Marketing, auch gut. Sehr, sehr gut. Sowas habe ich mir gewünscht, genauso sieht es auch aus. Das ist sehr, sehr fein. Fahrgeschäfte. Nicht viel Neues. Nicht viel Neues. Das kennen wir fast alles schon. Höchstens die Unterteilung nochmal, aber da ist jetzt nicht so viel dazu gekommen. Läden. Jetzt hat man natürlich noch mehr wieder Läden, die vorgegeben sind, die schon fertig gebaut sind, interessanterweise. Okay. Aber wir gehen ja wieder ans Angepasste. Na, gucken wir mal, was wir jetzt alles haben. Also, wir hatten Imbissstände. Diesmal nicht nur noch den Burgerladen, sondern halt auch noch anderes. Hotdog. Aha, Fritten und so. Anderes Zeug gibt es auch noch. Getränke. Auch noch verschiedene Kaffee, Milchshakes, okay. Souvenirgeschäfte. Geschäfte. Also, Hüte und Just-in-Momente. Vielleicht T-Shirts oder sowas. Toiletten einmal, okay, Erste Hilfe einmal, Geldautomat einmal, Info einmal. Ja, das ist auch noch einmal. Parkeintritt. Oh. Können wir jetzt den Parkeintritt selber definieren? Wozu? Wozu? Und anderes, das ist noch Unterhaltungsstelle. Hier machen Maskottchen Halt, um die Gäste zu unterhalten. Gut zu wissen. Szenerie. Was haben wir denn Feines Neues? Das sieht auch ein bisschen anders aus, finde ich, alles ein bisschen. Ist das eigentlich noch so Strukturvielfalt? Oder haben sie das ein bisschen weggenommen? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Sieht es genauso krass aus wie vorher. Geht das Tor auch auf? Zapfanbühne. Ich denke, das geht auch auf. Sesam, öffne dich. Es geht zwischendurch bestimmt auf. Ja, wir gehen mal wieder nach den einzelnen Unterpunkten. Requisiten. Das wäre jetzt bewegende Requisiten für unsere Achterbahn. Oh cool, solche Planken sind auch nice. Das sieht mir alles jetzt noch ein bisschen krasser, plastischer aus. Kann das sein? Oder ist es immer noch dasselbe Look wie vorher? Obwohl, das sieht eigentlich auch noch genauso aus wie vorher. Okay, von daher müssen wir beim Bauen auch keine großen Probleme haben. Weil dieser Plastik-Look, der könnte auch schwierig werden. Oh, ist das denn ein Drillbohrer? Was ist das? An dem Zeug haben sie auch nichts geändert. Was stand da? Dogbootfuß. Geht vielleicht auf oder so. Des Menschen bester mechanischer Freund. Science Fiction. Was auch immer das macht, das werden wir wahrscheinlich alles noch rausfinden. Die Lampen, die sehen wir nicht. Ach, wir haben sogar noch hier eine übelste Auswahl. Fällt mir gerade so auf. Das ist ja hier noch die alle. Das ist ja hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Warum sind denn eigentlich hier die Parkschilder? Das wundert mich gerade. Requisiten, Animatronik, das ist alles, was sich bewegt. Okay, da wird es übersichtlicher. Statuen, warum haben wir Lokomotivgleise? Lokomotive sogar. Oh, wie geil ist das denn? Fährt die alleine dann auf den. Oh, Design Western. Das ist ja interessant.
Ist lustig, dass wir einen Westernpark bauen wollten. Jetzt kommen die Western-Designs raus. Nice. Was ist das hier? Wollte eine Schatztruhe. Ja, okay. Also für ein Western-Design ist das ja perfekt. Meine Fresse. Ich baue hier ohne Western-Design-Blöcke und das gibt's jetzt alles. Okay, Western wird jetzt zu einfach. Wir brauchen ein neues Themenbereich, was es noch nicht gibt. Damit wir wieder was ausprobieren müssen. Jetzt gibt es sogar diese Türme schon fertig. Da gab es nämlich Blueprints dazu, aber so fertig ist natürlich auch Hammer. Oh, diese neuen Objekte. Ich habe schon so viele Ideen. Beleuchtung. Gibt es mittlerweile auch mehr? Die sind nur so weiß, dass man die nicht sieht, wie immer. Okay. Ansonsten, okay, das ist normal. Das Straßenlaterne. Das ist neu, diese Öllampen. Öllampen, nicht schlecht. Da kann man ein bisschen Minenlook machen und so. Eingänge und Bögen. Auch mal was Neues. Das fällt besonders auf. Ist wieder so ein Western-Look. Also für Western habe ich jetzt übel viel. Haben die das nach mir gebaut, seitdem ich den Westernpark habe oder so? Schilder. Steht zumindest Wegweiser. Schilder und Werbung. Ach so. Okay. Und Diverses. Amboss. Also Diverses ist ganz schön grob eingeteilt. Eisenträger. Ach du Scheiße, haben wir viel. Ach du Scheiße. Vor allem so viel modernes Zeug. Da könnten wir echt einen ziemlich modernen Park bauen. Raumschiff. Um Gottes Willen. Radioaktives Becken. Okay, für ein Raumschiff könnten wir ein komplettes bauen. Sogar solche Kanonen. Eieieiei. Ja, da gibt's viel. Was haben wir noch an Wegextras? Oh, neue Bänke. Also Stühle sehen die auch ziemlich geil aus. Was haben wir hier noch? Mülleimer. Auch kein schlechter Look. Den können wir auch durchaus einsetzen. Und so längere. Sieht aus fast wie ein Couch oder sowas. Okay. Ja, das war dann alles Natur. Gucken wir bei Bäume. Ein paar, wenn ich mich jetzt nicht irre, ein paar mehr. Aber es geht. Wir hatten schon ein paar davor. Zum Beispiel das Ding ist neu. Wir hatten schon ein paar davor, aber das ist jetzt nicht so krass viel mehr. Aber wir konnten eh schon ziemlich viel machen. Damit, was haben wir an Bücher? Ja, zumindest das. Ne, das gab es auch schon, glaube ich. Zumindest das gab es schon, das weiß ich. Sonst gab es das auch schon. Ja, cool. Brauche ja nicht immer Neues. Es gab ja schon genug. Felsen gibt es noch ein paar neue Farben, ein paar neue Formen. Ja, so wie die hier. Das sind das Laubwaldfelsen. Ah. Und Hecken. Es gab sowieso noch ein paar neue Themenbereich Parks. Das ist zum Beispiel hier Laub und Buschwald, sowas in der Art zumindest. Auch ganz interessant. Special Effects. Zum einen Pyrotechnik, die hier ist geblieben. Explosion. Western. Warum denn Western? Hoppala. Das ist eine große Explosion. Science Fiction? Achso, die hatten wir schon. Special Effect Explosion. Sieht nicht schlecht aus. Was haben wir hier noch? Flammenwerfer. Schmaler Flammenwerfer. Kann man den noch einstellen dann? Auslöser. Ach, die kann man einstellen. Das Tor, das geht dauernd auf und zu. Nice. Elektrizität. Kennen wir alles noch? Funken und so ein Spaß. Sind aber ein bisschen mehr geworden. Funkmast. Nice. Wasser gibt es auch ein bisschen mehr. Aber wir hatten auch schon viel, sag ich mal. Ambiente. Oh, Dampf. Dampfstrahlen. Fallender Staub. Was? Wo? Hä? Wie funktioniert denn das Teil? Na, das muss man nochmal rausfinden. Fallender Staub. Dampf, Dampf, Dampf. Nebel und Rauch, ja, ist okay. Staubwolke. Ja, die sehe ich jetzt. Die Staubwolke. Vielleicht ist das nur zu wenig oder so. Aber es fällt halt nach unten. Keine Ahnung. Diverses haben wir noch. Antriebs. Antrieb, nice. Okay, also Raumschiff können wir definitiv bauen. Da haben wir so viel Zeug dafür. Audio. Lautsprecher, Moment, kommt da Musik raus? Kommt da Musik raus? Wir haben ein paar. Kann man das bestimmt auch einstellen? Wir können einstellen: Seeufer, Raumschiffbrücke, Strand. Oh. Okay, das wird hier richtig himmlisch. Das wird richtig himmlisch. Wir haben auch noch größere, da kommt dasselbe. Musik. Dann hör mal, was du mit Musik hast. Wonderful Park. Was geht dann übers Ganze?
Nicht schlecht. Diese Musik überall, ey. Boah, das klingt ja richtig böse. Kunstform. Flach. Kunstform. Könnte man auch noch was anfangen. Die kann man auch noch einfärben, also. Okay, da haben wir auch wieder richtig viel, wenn man das noch einfärben kann. Gott, gibt's hier viele. Ja, mit den Kunstwerken kann man auch was machen. So, jetzt kommt das wichtigste Gebäude. Was haben sie uns denn vorgegeben? Schon ein bisschen Zeug. Was ist das denn eigentlich? Ja, schon. Okay, sieht ein bisschen billig aus, aber okay. Kriegt man hin. Ja, ich finde das immer krass, wenn das so überlappend ist. Aber das ist so richtig schön fancy halt, ne? Das sieht fein aus. Angepasst, gucke mir mal, was wir denn so haben. Wände, wir hatten schon sehr, sehr viel, muss ich sagen. Von daher kaum glücklich, dass wir noch mehr haben. Bemalte Holzbretter. Ja, wir haben noch mehr. Gerade im Thema Holz haben wir jetzt noch ein bisschen mehr. Bemalte Holzplanken. Okay, Holz haben wir viel mehr. Das alles ist ja Holz hier. Getäfelte Wand. Getäfelt? Ach so. Und so weiter und so fort. Stein, Ziegelstein, Bögen haben wir noch mal ein paar. Ja, okay. Säulen. Also im Prinzip. Ah, hier ist noch ein bisschen mehr geworden. Wanddekor. Jetzt haben wir auch noch richtig geile solches Geländer und so. Was ist das hier? Benachrichtigungen. Oh, ist auch neu. Wie bei City Skylines, so eine Glocke. Okay, Geländer ist jetzt auch nice. Brauchen wir nicht mehr selber bauen. Obwohl, wir hatten feine Ideen. Oh, Leitern gibt es auch noch mehr. Nicht schlecht. Nicht übel. Nicht übel. Sonst. So ein Zeug. Für Glas irgendwas. Ist das hier? Wandfassade. Okay, da haben wir auch noch ein bisschen was. So, Dächer. Dächer. Dächer wird auch interessant. Haben wir neue Dächer? Ah, also das Holzdach. Wellblechdach. Gute Idee eigentlich, Wellblechdach. Das gab's schon, das gab's schon, das gab's schon. Noch mehr Wellblechdächer, der Rest, der war schon da. Hier ist noch ein bisschen was Neues dazugekommen. Stuckflachdach. Warum nicht? Dachverkantungen. Ja, das gab's im Groben schon. Dachdekor, eine neue Esse. Haha. Das ist auch schön zum Bauen. Wenn wir das schon mal fest haben. So ein kleines Teil, das ist echt hilfreich. Auch nicht schlecht. Fenster. Was ist das hier eigentlich? Eisenhaken. Warum ist der hier mit drinne? Also die Fenster können wir auch wieder richtig fein bauen mit dem ganzen feinem Zeug. Doppeltür. Okay, gucken wir erstmal bei Türen. Türen gibt es auch wieder richtig viele. Warum liegen die eigentlich? Hat das einen Grund? Ja, die liegen eigentlich alle. Es wäre cool, wenn die stehen würden. Also sind halt die neuen, die liegen. Warum rum? Fenster. Ja, die neuen liegen auch. Holzfenster. Oh, als Fensterart, so ist auch nicht schlecht. Für mein Western-Zeug könnte ich auch noch cool bauen. Läden geöffnet. Cool. Fensterdekor. Achso, das war dann das mit dem Zeug. Wir hatten schon Geländer, aber nicht so ein cooles, ne? Und allgemeines Dekor, da haben wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Beleuchtung. Oh, neue Beleuchtung. Guck mal, hell. Die ist sogar mal hell, die Beleuchtung. Mensch. Flutlicht. Nicht schlecht. Glasfaserlicht. Ach, wir können hier so viel bauen, ey. Das glaubt ihr gar nicht, was es jetzt für Möglichkeiten schon wieder gibt. Es gab schon vorher und jetzt noch mehr. Oh, das ist ja. Ich träume. Flaggen. Cool. Noch mehr Flaggen. Yay. Diverses. Das ist auch immer interessant. Da gibt's nichts Neues. Ladendekor. Das ist dann auch nicht viel. Na gut, ein bisschen was. So Zeug. So. Ich glaube, das gab's aber auch schon. Okay. Und dann Wandschilder allgemein wieder. Ein paar Muster, ein paar Strukturen wieder. Nicht übel. Und noch ein paar neue Namen, noch mehr Muster. Solche kleinen Feinschilder, die sind natürlich auch sehr, sehr geil. Sowas hier. Hatten wir damals nur eins. Damals, sage ich schon. Davor. Ja, okay. Das war es im Groben. Ich muss mal kurz gucken bei Wegen und Terrain, ob es da noch was Feines Neues gibt. Einstellungen sind geblieben. Raster. Was macht denn das Raster jetzt aus? Achso, da kann man ein bisschen besser bauen. Nicht schlecht.
Größe ist noch gleich. Wir haben ein paar neue Strukturen. Nice. Wir haben das Zeug hier. Können sogar weiterführen zu bauen hier. Das ist auch keine schlechte Idee mit dieser Stein. Was haben wir hier noch so was Dunkles mit so einem Stein. Die oben gab es schon, ne? Und die natürlichen Wege, die gab es auch schon. Warteschlangen. Da gibt es auch wieder ein paar neue. Was haben wir denn da Feines? So holzmäßig? So eine Art. Ach so, Stein. Irgendwas Oranges. Ja. Was waren jetzt die neuen? Okay. Gucken wir mal noch kurz bei Terra, was da Feines ist. So. Anheben, absenken ist natürlich noch gleich. Das gab es auch alles fein schon malen. Da gibt es ein bisschen. Obwohl. Es gibt jetzt anderes Zeug, oder? Sieht zumindest anders aus. Also steinmäßig. Jetzt wieder grün. Wir hatten davor mehr Wüste. Ach so. Ich muss sagen, die Bemalung ist mir jetzt gerade aufgefallen. Die ist spezifisch für den Parktyp, den man auswählt. Bei meinem Wüstenpark gab es nur so gelbes Zeug. Hier gibt es nur das. Von daher weiß ich nicht, ob es was Neues gibt. Wasser sieht bestimmt noch gleich aus. Wir machen mal kurz einen Wassergraben. Ja, genau. So ein Wasser. Kann man wieder schön entfernen mit Rechtsklick. Stehendes Wasser. Schmutzwasser. Warum nicht? Ja, okay. Falls ich noch. Was war denn das gerade für eine Anzeige? Achso, wir können auch noch das bisschen kleiner anzeigen. Ist auch nicht schlecht. Mehrfachauswahl können wir auch noch. Okay. Falls ich da jetzt nicht sonderlich viel noch geändert haben sollte. Also, was ich jetzt noch vergessen habe, meine ich natürlich. Gerne in die Kommentare. Das war jetzt das Grobe, was ich so gesehen habe. Die Nacht dauert auch mittlerweile wieder länger als nur 2 Stunden oder 1 Stunde. Da kann man auch wieder mit ein bisschen mehr mit Licht machen. Ist auch nicht schlecht. Ansonsten gibt es schon einige Neuerungen, die kann man sehr, sehr gut verbauen, gerade für mein Western-Thema oder so. Aber ansonsten würde ich sagen, das war es erstmal grob für die Folge. Das war jetzt eigentlich nur Informationen, was jetzt eigentlich alles so neu ist in der Beta. Bis zur richtigen Version kommt ja auch irgendwann im November. Kommt vielleicht auch noch was Neues dazu, da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil das ist ja nicht mehr so lange hin und die haben ja jetzt schon viel, viel Neues reingehauen. Von daher würde ich mich auch mal eure Meinung interessieren, wie euch denn jetzt, ob euch die Neuerungen gefallen oder sagen, ach nee, das ist zu viel, komm, geh mal wieder zu Alpha. Glaube ich nicht. Also ich finde es schon mal mega. Wir haben jetzt nichts Grundlegendes wahrscheinlich geändert, was mir jetzt stören würde. Ich könnte einfach weiterbauen, wie ich will. Muss mal gucken, dass ich das mit meiner Datei hinbekomme. Ansonsten könnt ihr mir auch mal schreiben, ob ich da jetzt einen neuen Park anfangen soll oder nicht. Ja, das werden wir sehen. Vielleicht kriege ich das noch hin irgendwie. Aber heute wollte es nicht. Aber es ist auch erstmal egal für das Zeigen der Beta-Neuerungen. Passt das auch so? Na, auf jeden Fall bedanke ich mich und würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder zur nächsten Folge von Planet Coaster.